Wir sind hier im NTK, um Projekte von Jugend forscht und Jugend experimentiert aufzunehmen. Ich bin Sophia Göllinger, ich komme aus Ludwigshafen von der IGS Innsbruck. In meinem Versuch habe ich untersucht, wie sich die unterschiedliche Nährstoffzufuhr auf das Wachstum von Pflanzen auswirkt. Ich habe es anhand von Fruchtbohnen und Schnittsalat untersucht und ich hatte 6 unterschiedliche Versuchsreihen, die ich auf einen neutralen Steinwollewürfel oder Mineralwollewürfel gepflanzt habe. Und jede Reihe hat eine unterschiedliche Dosis an Nährstoffen bekommen. Hier, die Reihe 3 war meine Referenzreihe. Die hat die vom Hersteller empfohlene Düngemenge bekommen, also 1,4 mal Dünger. Aus Stickstoff, Phosphat und Kalium. Dann habe ich einmal hier die halbierte Menge, die viertelte Menge und in Reihe 0, die hat gar keine Nährstoffe erhalten. Und dann habe ich einmal die Reihe 4 mit der doppelten Menge und die Reihe 5 mit der dreifachen Menge. Und am Anfang hat man keine großen Unterschiede gesehen. Die Pflanzen sind gut gewachsen bis auf Reihe 0. Die Pflanzen sind sehr klein geblieben. Nach und nach haben sich aber immer weiter Abstufungen sehen lassen. Also die Pflanzenreihen mit Nährstoffmangel mit einer Unterdosis sind klein geblieben, haben gelbe Blätter bekommen. Man sieht hier deutlich die Abstufungen. Die Blätter sind kleiner gewesen. Teilbar und hier zum Teil sind Blätter gar nicht gewachsen. Hier bei der optimalen Dosis sind die Blätter mit einem kräftigen Grün groß und stabil gewesen. Reihe 4 und 5 mit der Überdosis sind zunächst gut gewachsen, aber nach einer Zeit hat sich feststellen lassen, dass die Blätter ziemlich dunkelgrün geworden sind, haben sich zusammengezogen, sind zusammengerollt, sind lappig geworden und zum Teil auch verwelkt. Und das lässt sich auch nochmal bei der Reihe 5 gut sehen. Die Blätter sind total verwelkt. Also ja, das ist so mein Versuch gewesen. Und um zu sagen, dass oft ist weniger, nicht mehr, aber mehr ist auch nicht immer mehr. Also man muss hier wirklich die optimale Menge rausfinden, die man bei den Pflanzen gibt. Und ja. Hallo, ich bin der Philipp, ich bin vom Europa-Gymnasium Würth und ich stelle heute mein Projekt vor. Und zwar, weil ich im Supermarkt war und ich das gefunden habe, wo ich gesucht habe, kam ich auf die Idee, sozusagen eine App zu programmieren, die wo man die Produkte eingibt und dann einfach der kürzeste Weg angezeigt wird, man schnell und effektiv einkaufen kann. Als ich angefangen habe dann und wohl programmieren wollte, kam ich auf ein Problem. Und zwar, den Algorithmus, den ich nehmen wollte, man hatte nur einen Anfangspunkt und einen Endepunkt. Das Ende und man konnte aber keine Wegpunkte bestimmen. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, es grafisch zu lösen und habe einen Lego-Roboter genommen, wo er diese grafische Lösung abfährt. Wir sind Cedric Huschke und Yannick Savon. Wir kommen von der IGS Rülsheim. Und unser Thema ist Bioplastik statt Plastik. Wie Sie sicherlich alle wissen, werden unsere Weltmeere zum größten Teil von Plastik verschmutzt. Aus diesem Grund haben ich und Cedric uns zur Aufgabe gemacht, die Weltmeere quasi etwas mehr zu befreien. Dazu haben wir geschaut, ob wir biologisch abbaubares Plastik herstellen können. Wir haben auch schon einiges an Fortschritt gemacht. Hier sind momentane Prototypen. Dieser hier wurde aus Maismehl, Glycerin, Weißmehlessig und Wasser hergestellt. Es ist mehr gelblich, was nicht sonderlich an Wasser, an Plastik erinnert und ist auch nicht sonderlich glatt. Durch Zufall sind wir dann auf Kartoffelmehl umgestiegen. Das ist dann, wie Sie hier sehen können, ist es ja dann auch viel weißer, durchsichtiger und erinnert auch viel mehr an Plastik. Es fühlt sich auch so an wie Plastik.
Wir haben mit den verschiedenen Rezepturen etwas herumgespielt und sind so auf unsere bisher besten Ergebnisse gekommen im Bereich Tüten. Also einer unserer besten Versuche war dieser hier. Er ist sehr elastisch. Man kann es auch so auseinanderreißen und es geht nicht unbedingt schnell kaputt. Gut, wenn man es übertreibt, dann stehen natürlich auch Löcher, aber das ist ja auch bei richtigem Plastik so. Unser bester Versuch ist hier. Hier ist es auch sehr elastisch und es ist vor allen Dingen an einem Stück geblieben. Weil, wie man hier auf dem Bild sehen kann, oft, wenn wir es getrocknet haben, ist es einfach schon vorne reingebröckelt. Und es hat dann auch nicht so ganz funktioniert. Und dieser Versuch ist halt der erste, der ganz bleibt. Der Trick, damit es ganz bleibt und nicht zerbröckelt, ist, dass man extrem viel Flüssigkeit benutzt und es langsam trocknen lässt. So haben wir dann auch die verschiedensten neuen Möglichkeiten gemacht. Es zersetzt sich außerdem extrem gut in Zitronensäure und damit könnte man dann auch Plastikprobleme relativ einfach lösen. Viele Tiere und Fische sterben ja auch daran, dass sie das Plastik essen oder vor allen Dingen auch das Mikroplastik zu sich nehmen. Unser Plastik, das wir hergestellt haben, ist biologisch abbaubar. Nach 4 Wochen im Wasser fängt es schon an zu schimmeln, was heißt, dass sich kleine Bakterien daran machen, das Plastik zu zersetzen. Man kann das Plastik auch essen, also vor 2 Wochen hat ein Freund von mir das probiert und erlebt immer wieder. Das war unsere Vorstellung zum Thema Bioplastik. Ich bin Jan Becht von dem Alfred-Grosser-Schulzentrum aus Bad Bergzabern und habe als Projekt aus Strom aus Alpen. Dazu habe ich, auf die Idee kam ich, weil ich in den Nachrichten gehört habe, dass man Strom nachhaltiger produzieren sollte, zum Beispiel mit Algen. Dazu habe ich eine galvanische Zelle gebaut und als Membran zwischendrin, also als Ionenbrücke, pflanzliche Gelatine. Auf die eine Seite habe ich meine Algen mit der Sorte Chlorella vulgaris und dazu noch etwas mit Verlenblau und auf die andere Seite Kaliumhexasianoferrat 3. Da hinein habe ich 2 Elektroden gesteckt, diese mit einem Strommessgerät verbunden. Ich kann ja dann mal überlegen, ob es so Sinn macht, vielleicht direkt auf der Strommessgerät zu machen. Ca. 410 bis 420 heraus. Ich bin die Flora. Ich bin die Smilla. Ich heiße Paula. Ja, wir kommen vom Pamina Schulzentrum Gymnasium Herxheim. Wir haben versucht, mit unserem Projekt ein abbaubares Plastik herzustellen. Und haben 5 Versuchsreihen, wie Sie hier sehen können, aufgestellt. Und unser Fazit ist eigentlich, dass wir so 4 und 5 die besten sind. Bei Versuch Nummer 4 haben wir Stärke, Glycerin und Essig zusammengemischt. Da hat dann eine chemische Reaktion stattgefunden, nämlich Essig die Säure und Glycerin und Stärke die Alkohole. Und das war sehr gut. Für den Alltag kann man das Ganze so verwenden, dass man Versuch 4 und 5 kombiniert und es zum Beispiel zum Verpacken von Gemüse oder Obst verwendet. Wir haben hier eine Schale hergestellt aus alten Baumwollresten und aus der Mischung aus Nummer 4. Das war so, wir hatten diesen Baumwollrest, haben den mit der Mischung aus Nummer 4 eingestrichen, haben es auf eine harte Schale gelegt und haben es dann in den Backofen aushärten lassen. Dann ist hier eine harte Schale raus geworden. Und wir haben jetzt auch noch vor, die auszubauen, dass sie länger als nur eine Minute Wasserundurchlässigkeit hat. Und dann auch beispielsweise mit dem hier als Verpackungsmaterial gilt für zum Beispiel Gemüse oder so, wo man dann hier verpacken kann drin. Ich bin Darius Fenner und komme aus Mainz vom Otto-Schott-Gymnasium und ich habe ein Jugendforschprojekt gemacht und zwar mein Thema heißt oszillierende Safranin-Reaktion untersuchen zur Dynamik. Ich habe also eine Reaktion, oszillierende Reaktion untersucht, also eine Reaktion, die immer wieder hin und her reagiert. Das Besondere bei dieser Reaktion ist, dass sich auf der Oberfläche dabei ein dynamisches Muster bildet und ich habe dieses Muster genauer analysiert, indem ich ein Programm entwickelt habe, das verschiedene Kenngrößen des Musters
wie zum Beispiel die mittlere Helligkeit oder die durchschnittliche Inselgröße berechnet. Dabei ist mir aufgefallen, dass all diese Kenngrößen ein spezielles Rauschen aufweisen. Dieses sogenannte 1 durch F Rauschen ist ein Rauschen, was man in sehr vielen Prozessen wie physikalische oder biologische Prozesse konnte man das nachweisen. Und auch hier ist es eine Eigenschaft des Musters. Ich habe dann auch weiterhin noch die Reaktion bei verschiedenen Reaktionsbedingungen durchgeführt. Und dabei ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass je größer die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion ist, desto kleiner ist die Konvektionszelle, so heißen sie, auf der Oberfläche. Genau, das ist mein Projekt. Ja, hallo, ich bin Tim Leonhardt, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin auf dem Alfred-Grosser-Schulzentrum im Gymnasium in Bad Bergzabern und ich habe heute das Projekt der Mikroplastik Polyquaternium in Duschgels und Kosmetika. Und in vielen Duschgels oder vielen Kosmetikprodukten, die man so findet, findet man solche Mikroplastikteile. Das sind kleine Körnchen, die vor allem in Peelings verwendet werden. Und das Problem ist, über diese weiß man eigentlich relativ gut Bescheid. Man kennt sie, man sieht sie vor allem auch. Der Mikroplastik, den ich untersuche, Polyquaternium, den sieht man nicht, weil er farblos ist. Und dieser Mikroplastik legt sich wie ein Film über Haut und Haare. Das heißt, man sieht hier, das ist das Mikroskopbild von einem ungewaschenen Haar und hier von einem gewaschenen Haar. Und man sieht hier, da ist ein Mikroplastikfilm, der sich nach dem Waschen da drauf gelegt hat. Und dieser Film ist für die Industrie von Vorteil, da dadurch die Kennbarkeit der Haare verbessert wird, da man dadurch ein besseres Hautgefühl hat und da es andere Vorteile für die es für den Einsatz in Körperpflegeprodukten interessant machen hat. So. Aber das Problem ist bei diesem Film, dass bei jedem Mal, wo man sich duscht, mit so einem Duschgel zum Beispiel hier, wo dann dieser Mikroplastik drin ist, bei jedem Mal, wo man sich damit duscht, kommt eine neue Schicht von diesem Mikroplastik auf die Haut. Und dann, dadurch kann es dann irgendwann zu einem sogenannten Build-up-Effekt kommen. Und dieser Build-up-Effekt heißt, dass sich eben eine immer dickere und immer dichtere Schicht aufbaut. Dadurch können die Haare austrocknen, dadurch können die Poren verstopft werden und damit können auch die Haare austrocknen. Haare, Haut und die Poren. Und eben der Build-up-Effekt, der tritt auch bei den Silikonen auf. Silikone wurden früher in Duschgels verwendet und zwar aus genau dem gleichen Grund, aus dem man heute das Polyquaternium verwendet. Denn nämlich bessere Kennbarkeit, glättere Haut und sowas. Und heute machen es die Firmen dann so, sie drucken auf ihre Produkte solche Logos, 0% Silikone, aber in Wahrheit, wenn man auf die Inhaltsstoffe schaut, enthalten diese Produkte Polyquaternium. Und Polyquaternium hat die gleichen Auswirkungen, die gleichen Risiken und ist deshalb genauso gefährlich. Es hat nicht nur Auswirkungen auf die Haut und Haare, es kann auch beispielsweise Flecken auslösen auf Textilien. Man muss sich vorstellen, man duscht ganz normal, trocknet sich dann ab mit einem Handtuch, macht dieses Handtuch dann in die Wäsche. Dann kann es sein, dass durch die negative Ladung der Waschlauge und die positive Ladung dieses Mikroplastiks sich solche Flecken bilden. Der Mikroplastik wirkt dann nämlich wie ein Magnet. Er zieht die Schmutzpartikel in der Waschlauge an und es kann zu Fleckenbildung kommen. Und diese Flecken wird man nie wieder aus der Wäsche rausbekommen. Außerdem kann es, wenn auch in kleineren Mengen, Acrylamid enthalten. Acrylamid ist ein krebserregender Stoff, der unter anderem auch entsteht, wenn man Sachen frittiert. Und das Problem ist, Acrylamid, es steht eben nicht drauf, dass da Acrylamid drin ist. Aber
Es ist ein Nebenprodukt und kann da drin sein und kann auch Schäden auslösen. Außerdem, die Auswirkungen auf die Umwelt sind bis jetzt noch gar nicht erforscht. Ich konnte die in meinem Projekt leider auch nicht erforschen, da es relativ schwer ist, an das Rohprodukt Polyquaternium zu kommen. Wenn man nämlich im Internet versucht, sich Polyquaternium zu bestellen, dann sieht man meist sowas. Mindestbestellmenge 5 Tonnen. Das liegt daran, dass vor allem große Firmen dieses Produkt kaufen, also diesen Mikroplastik kaufen, aus Asien und China. Da wird er hergestellt. Und deshalb kann man eben nur sehr große Mengen kaufen. Auch die BASF konnte mir diesen Mikroplastik leider nicht zur Verfügung stellen. Es gibt allerdings eine Möglichkeit für Laien zu sehen, ob Produkte, die man verwendet, Mikroplastik enthalten. Nämlich die CodeCheck-App. Die CodeCheck-App ist von dem Unternehmen CodeCheck herausgegeben worden. Und damit kann man dann die QR-Codes von seinen Produkten scannen und dann schauen, ob sie eventuell diesen Mikroplastik enthalten. Es gibt auch verschiedene Alternativen zu diesem Mikroplastik, zum Beispiel verschiedene natürliche Öle, Olivenöl, Arganöl, Baobaböl oder auch zum Beispiel natürliche Proteine wie Keratin, die dann beispielsweise in Naturkosmetikprodukten verwendet werden als Ersatz. Und das Ziel von meinem Projekt ist eigentlich, dass ich die Bevölkerung ein bisschen mehr aufklären will, ein bisschen mehr sensibilisieren will auf diesen Mikroplastik und auf die Auswirkungen, die dieser Mikroplastik hat. Gleichzeitig will ich natürlich auch an die Industrie appellieren, doch bitte auf diesen Mikroplastik zu verzichten und stattdessen umweltfreundlichere Produkte zu verwenden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.